Abgeordnete Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die wichtigste Lehre, die ich aus dem Wahlergebnis in den USA ziehe, ist die, dass ein Mensch, der glaubwürdig, ernsthaft und kämpferisch für seine Interessen, für die Interessen seines Landes eintritt, in der Lage ist, diese Mauer, die Sie, meine Damen und Herren, gegen die AfD jeden Tag errichten wollen, das sind keine Demokraten, oder gegen das BSW heute errichten wollen. Diese Mauer kann man nur durchdringen, wenn man jahrelang konsequent die ganzen Lügen beiseite räumt, die über die Massenmedien in unserem Land und in Amerika dort verbreitet worden sind. Trump war dort ein Faschist. Das haben Ihre Anhänger, die Ihrer politischen Meinung zuneigen, in den USA, die sogenannten Demokraten, die mit Demokratie gar nichts zu tun haben, alles in der Öffentlichkeit verbreitet, um einen Wahlerfolg von Trump zu verhindern. Und er hat es geschafft. Warum? Er hat sich ausschließlich um die Dinge gekümmert, die für die Menschen wichtig sind, was sie im Geldbeutel haben, ob sie genug Geld haben, sich Wohnungen zu leisten, ob sie ein Auto fahren können, was tatsächlich fährt und ihnen nicht vorgeschrieben wird, dass sie Insekten fressen müssen. Das alles hat Trump gesagt in allen seinen Wahlkampfreden. Kein Gendergeschwafele und kein dummes Geschwätz, sondern er hat sich ausschließlich orientiert an dem, was die Menschen wichtig finden. Ihre Redezeit ist abgelaufen, Herr Fahle. Jawohl. Ja. Wenn wir das hier in diesem Land machen, dann werden Sie Ihr blaues Wunder erleben. Oder meinetwegen ein lila Wunder, ist mir scheißegal. Aber Sie werden Herr Fahle, einmal aufwachen die Redezeit. In der Realität. Und Sie werden mitnehmen, was für die Menschen.